Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Staffel 6, Folge 250, meine lieben Freunde. So, heute lassen wir mal richtig den Docht raus. Lassen wir hier unten ein bisschen Kohle. Und craften uns hier mal 8 Öfen. So, seid ihr bestimmt gespannt, was ich vorhabe. So, jetzt buddel ich hier mal ein bisschen was. Stollen A. Cool. Stollen A. Hier können nämlich letzte, das sind 6. Sieben, acht, neun. Und Ofen, Ofen, Ofen. Kommt alles so hin und so. Und hier waren noch Holz. Ach, brauchen wir gar nicht mit der Werkbank machen, weil Werkbank und Werkbank ergibt Werkbank. So, und den stellen wir in der Mitte. Und cool. Bäm. Noch so. Und hier auch noch eine Fackel. Und hier auch noch. Und jetzt geht's ab nach oben. Was vergessen hier? Nö. Die Fackel nehmen wir mit. Einmal. Und das Holz lassen wir unten. Und ab geht's. Und ab geht's. Fastnacht. Ja. Hier ist Gruß drin. Braucht niemand. Kann man weiter hier rein tun. Das Lapis. Noch mehr rein tun. So, 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 so. So, Gold haben wir auch wieder gefunden. Kies haben wir nicht gefunden. So, dann geht's hier hin zu dieser. Erde rein. Dann zu dieser. Stein rein. Den Stein werden wir auch in Zukunft brauchen. Und hier kommt noch das rein. Granit. Ja, so schaut das aus. Das Bett nehmen wir hier in die Hand. Und jetzt gucken wir erstmal, was wir hier Schönes haben. Meine lieben Freunde, in der 1.10, oh, guckt mal. Schön. Was ist denn hier los? Versammeln sich ja alle. Was ist denn hier los? Ja. Ja, hier ist ein Creeper mal in die Luft geflogen. Eieiei. Sind die auch schon ein bisschen hochgegangen hier? Ja. Hier oben sind noch keine. Oh, hier ist ein Loch. Doch. Die Edit Boatfire ist hier oben. Wir haben gerade nichts zum Zubauen hier. Hier ist ein Bett. Erde. Dass die mir nicht hier hochlaufen, nehme ich mal den hier weg. Den Erde. Nein. Und geh hier hin. Erstmal schlafen. Nein, schlafen. So. Schlafen. Na, Edith? Ja, ich weiß, du hast super schöne Angebote. Eine Schallplatte. Goldene Karotten. Da bräuchte ich eigentlich mal 2 Stück. Na, ich sehe dich eh. Guten Tag. Ach, Sie halten hier gerade eine Rede. Ich möchte nicht stören. Darum ist hier unten so viel los. Eine Rede. Über was geht denn die Rede? Ich schau mir die mal an.
Aha. Aha. Ach, hier ist riesengroßer Aufruhr. Weißbären gesichtet wurden und der hat den. Nein. Wo ist er? Aha. Ist was ganz Schreckliches passiert. Was ganz Schreckliches. Vielleicht finden wir ihn hier. Irgendwo unter Heide, hat sie gesagt. Der. Warum läufst du so schräg? Ach so, du machst Sport gerade. So Seitwärtslauf. Okay. Irgendwo hier müsste er sein. Wem suche ich jetzt? Ich suche dem Erkunder, der nach den Eisbären suchen sollte. Und dieser muss ja irgendwo sein. Der ist nämlich verletzt. Guten Tag. Was möchten Sie? An mir vorbei, wahrscheinlich. Sehr gut. Guten Tag. Ja, der Weizenpreis ist gestiegen. Ja, das können Sie doch freuen, oder? Ja, schönen Tag noch. Ah, hier ist er. Guten Tag, Nils. Was ist dir denn geschehen? Du warst auf der Suche nach Eisbären? Ja. Dann hast du welche gefunden? In der Nähe von den Eisspitzen. Okay. Und was ist passiert? Sie haben dich angegriffen. Ach, die hatten Junge dabei. Okay. Du musstest fliehen. Hast dich in einen Iglu gerettet. Aha. Gut zu wissen. Na dann, in welche Richtung von Norden? Von Norden. Da müssen wir uns auf den Weg machen nach Norden und die Gefahrenstelle am besten mal aufsuchen, oder? Ja, Dankeschön. Ja, das war Nils. Oh, Brot. Such am besten mal die Truhe. Hier mit rein. Ach, hier ist gar keine Brot-Slot. Guckt euch das an. Alto Belli. Da war ja ganz viel Brot noch in den Trichtern drin. Ich werde wahrscheinlich hier erstmal das so machen, dass die ganzen Items hier nacheinander reinkommen. So. Die Erde war wahrscheinlich auch nur Test. Nehmen wir wieder raus. Hier ist zugewachsen. Jetzt habe ich den Trichter nicht mit. Siehst du mal. Hier ist auch Erde drin. Mal, die hauen ihr Brot rein, ne? Wie kommen die dort hoch? Wie? Na, sorry, aber ich musste dich da mal ganz kurz entfernen. So, die Fackel, die bekommen ja jetzt nicht mehr so akkurat hin. Muss man die Baumreihe hier noch wegmachen. Wie kommt die hier hoch? Die Bewohner, die gehen hier hoch, springt dann hier auf den Baum. Na, wenn die ganz, ganz fix sind. Können die hier nicht, weil die können ja nicht springen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die nicht springen können. Und hier? Nee, das geht auch nicht. Das geht. Wir müssen wahrscheinlich mal die hier noch wegnehmen. Und die hier. Und die hier. Dass die hier nicht rauf können.
Kennt ihr irgendwo von der Seite hier rauf? Nee, von hier können sie auf definitiv nicht nach oben. Ich möchte mal wissen, wie die hier oben reinkommen. Vor allen Dingen machen die hier drin auch alles kaputt. Guckt euch das an. Die springen hier rein. Hm? Oder? Nein. Moment mal, warum ist hier Gras? Die können da gar nicht reinspringen. Ich habe ja hier gerade nichts mit, ne? Das Problem, wenn ich jetzt hier was kaputt schlage, rennen mir die ganzen Dorfbewohner hier rein. Deswegen habe ich mir so eine Brücke gebaut, wo ich hier dann einfach an der... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Habe ich einen Haken drin? Nein. Hier? Oh, hier ist ein Kuchen. Cool. Was? Schieben. Wird das wahrscheinlich hier eine extra large Folge heute? Hier ist nichts drin, das weiß ich. Aber hier. Genau. Korrekt. Wäre auch noch nicht so weitergebaut. Weiß nicht, war das schon? Ich glaube nicht. Oder? Wollen wir was essen? Was eaten? Ja, Nils? Wir sollen uns schleunigst bald auf den Weg machen. Ja, das machen wir. Schleunigst bald, hat er gesagt. Hier. Hier hoch. Ja, hast du deinen Freund ja gefunden, Nils? Okay. Er folgt uns auf Schritt und Tritt. Schon wieder Brote. So. Nur treffen. Eine Kartoffel. Giftige Kartoffeln. Siehst du mal, die geben jetzt hier Zeugs und da kommt das hier rein. Finde ich gut. Finde ich super. Wir müssten da wahrscheinlich mal so einen Kartoffelhelden bauen, wie ein Hundskopf, ne? Hunsekrabbe. Wir haben doch ein Pferd jetzt, ne? Da wart ihr gar nicht dabei. Passt mal auf. Wir haben jetzt hier eine Dute, ne? Bei mir. Wir haben den Melvin. Und wir haben Friedrich. Friedrich. Den habe ich Wildfang. Hier hinten. Da. Wo war das? Hier. Hier habe ich den gefunden. Und hier waren noch Karotten drin, genau, waren noch Gold Nuggets. So, das wird wahrscheinlich eine Erinnerung an mich sein, dass wir hier handeln sollen mit Edith. Mit der Edith. Wir können doch nicht schlafen, logischerweise. Hätte auch auf die Uhr gucken können. Aber jetzt. Nein! Geht immer noch nicht. Gucken wir ganz kurz in den Musikgeräusche Untertitel an. Dorfbewohner murmelt. Murmeln nennen die das hier. Gut zu wissen. Tun wir noch schnell was essen. Rülpser. Hey.
So, meine lieben Freunde, da war es das von dieser Stelle. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.